Herzlich willkommen in der Akademie für Mensch-Pferde-Kommunikation. Ich bin Heinz Welz, der Gründer und der Leiter der Akademie für Mensch-Pferde-Kommunikation. In diesem Video möchte ich Sie durch unser Ausbildungsangebot führen. Ich möchte Ihnen die Inhalte und die Ziele der Akademie erläutern und ich möchte Ihnen erklären, wie die Akademie sich aufbaut, Ihre Ausbildungsangebote sich aufbauen und was Sie mit dem Akademieabschluss oder den Akademieabschlüssen erreichen können. Die Frage ist also, wie ist die Akademie und ihr Ausbildungsangebot aufgebaut? Die Akademie für Mensch-Pferde-Kommunikation ist der jüngste Spross von Welz-Kommunikation. In der neuen Akademie werden die Bereiche Pferdetraining, also im Sinne von Pferdeflüstern und Horsemanship, sowie Kommunikation und Psychologie, was wir als Power Coaching bezeichnen, als Ausbildungsangebote jetzt mit Abschlüssen zusammengeführt. Auf dieser Seite werden also Abschlüsse für Sie angeboten. Die neue MPK-Akademie schöpft also aus zwei Quellen von Welz-Kommunikation. Quelle 1, wir nennen sie mal die Säule 1, das sind die Pferdethemen, wie sie auf heinzwelz.de bislang schon immer angezeigt waren. Säule 2, das sind jetzt vorrangig die Menschenthemen, wie sie im Power-Coaching-Angebot angeboten worden waren und die jetzt, wie gesagt, als Ausbildungsabschlüsse zusammengeführt werden. Das ist die ursprüngliche Homepage von heinzwelz.de, die in Zukunft nur noch für die Pferdeflüstern und Horsemanship-Themen stehen wird. Die Seite kennen Sie. Vielleicht haben Sie auch schon mal auf dieser Seite gesehen, unser Ausbildungsangebot, Freiarbeit im Roundpen, aber nicht nur dort, Bodenarbeit mit Führseil, die Reitkurse, die Spiegelmethode vom Boden in den Sattel, aber auch Seminare wie Trail oder Verladen oder Anreitkurse. Die typischen Pferdeflüstern und Horsemanship-Themen eben. Das ist die Power-Coaching-Seite, in der es vorrangig um Kommunikation und Psychologie geht. Ja, und das ist die Auftaktseite der neuen Akademie. Sie bietet, wie eben schon gesagt, komplette Ausbildungsabschlüsse an, während die Heinz-Welz-Seminare vorwiegend Einzelseminare waren und auch noch sind. Also, Pferdetraining, Kommunikation, Psychologie, Ausbildungsanschlüsse, Angebote mit Abschlüssen aus Pferdetraining und Kommunikation und Psychologie. Und das sind die vier Ausbildungsgänge mit Abschlüssen. Erstens der MPK Practitioner, das ist unser Basisstudium. Zweitens der MPK Coach als Basic Practitioner und drittens der MPK Coach als Advanced fortgeschrittener Practitioner und viertens der MPK Horsemanship Trainer. Das sind die vier neuen Ausbildungsgänge mit Abschlüssen. Schauen wir uns doch mal dieses Basisstudium an. Darum geht es zunächst. Und das ist das Kernstück unserer Akademie. Das MPK
Basisstudium zum MPK Practitioner. In diesem Practitioner geht es um Kommunikation und Psychologie für Menschen und wesentlich auch auf Menschen bezogen. Pferde nehmen hier zunächst nur einen kleinen Raum ein. Übrigens, Absolventen des ersten Jahrgangs, die das Grundstudium absolviert haben, haben bereits mit dem Aufbaustudium begonnen, dem sogenannten MPK-Master im Aufbaustudium. Das war zunächst gar nicht vorgesehen, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren so begeistert, dass sie fortsetzen wollen, weitermachen wollten. Also, die Menschen stehen im Mittelpunkt der MPK-Practitioner-Ausbildung an. Noch genauer, Kommunikation und Psychologie. Worum es dabei geht, ist, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen und eigene Antworten zu finden. Etwa auf Fragen wie, wie kann ich mir selbst erreichbare Ziele setzen, privaten, beruflichen Umfeld oder aber auch im Umgang mit Pferden. Was ist mir wirklich wichtig im Leben und wie kann ich es erreichen? Wie kann ich meine eigenen Stärken erkennen und sie nutzen? Wie gehe ich mit belastenden Erfahrungen um und wie ändere ich meine Reaktionen darauf? Das Ganze könnte man auch Schicksal nennen. Die Summe aller unter anderem und Umständen belastenden Erfahrungen. Und mein Schicksal beeinflusse ich wesentlich durch meine Reaktionen auf diese Belastungen. Das ist die Kunst des Lebens. Und das führt am Ende und auch schon zwischendurch zu einem positiven Selbstbild und stärkt das Selbstvertrauen. Das ist der Schwerpunkt Mensch. Darauf kommt es unter anderem an. Aber es geht weiter, nämlich mit Erkenntnissen und erprobten Methoden und Techniken, die uns lehren, wie man gute und tragfähige Kontakte zu anderen Menschen aufbaut, wie man effiziente Kommunikation nach außen aufbaut. Sie lernen in dieser Ausbildung die Grundbausteine für respektvollen Umgang miteinander kennen. Das heißt also, sie lernen, wie man die Welt und die Wirklichkeit eines anderen, seines Gesprächspartners wahrnimmt und erkennt. Sie lernen die guten Grundsätze guten Miteinanders kennen. Was können Sie selbst dazu beitragen, dass wir uns gegenseitig besser verstehen? Und schließlich, wie lassen sich Konflikte lösen? Alles das die Basis vielleicht auch für Konflikte mit Pferden. Und das hat viel miteinander zu tun. Dann geht es drittens in einem weiteren Teil dieser Basisausbildung auch um die Entwicklung der eigenen Beraterkompetenz, die Fähigkeit, Methoden und Techniken einzusetzen, mit denen sie andere Mitmenschen kompetent darin unterstützen können, sich selbst Ziele im Umgang mit anderen zu setzen, selbst mehr Selbstvertrauen zu entwickeln, belastende Erfahrungen zu verarbeiten, einschränkende Überzeugungen und Glaubenssätze zu verändern, mit mehr Freude und Leichtigkeit Neues zu lernen. Also das, was sie zunächst bei sich selbst angewendet haben, jetzt auch anderen zu helfen, bei sich wiederum anzuwenden. Und ganz besonders wichtig bei uns in unserer Ausbildung ist der Praxisbezug, neben der Vermittlung von Inhalten. Das heißt, in der Ausbildung lernen Sie wesentlich Ihr Wissen, Ihr neues Wissen, Ihr neu erworbenes Wissen immer auch gleich praktisch übend anzuwenden. Die Ausbildung hat einen ganz starken Praxisbezug. Ja, wie lauten die Themen der Ausbildung im Detail? Auf Einfühlungsvermögen, Macht der Gedanken, Intuition, Werte, Ressourcen, Stärken, Ziele, Visionen, gewaltfreie Kommunikation, emotionale Intelligenz, Fragetechniken, sich selbst und andere, die Körpersprache von Mensch und von Pferden, Diagnose und Kommunikation von Verhaltensproblemen und so weiter und so weiter. Wer es genau wissen möchte, der kann das auf unserer Homepage www.heinzwelzakademie.de gezielt nachlesen oder auch bei unseren Ex-Teilnehmern nachfragen. Wenn Sie uns eine Mail schicken, werden wir gerne einen Kontakt herstellen.
Wenn Sie hier draufklicken, können Sie gleich auf diese Heinz-Welz-Seite gelangen. Ja, dann gibt es auch die Charakter- und Temperamentenkunde, wo Sie über Menschencharaktere und über Pferdecharaktere eine ganze Menge lernen und vor allen Dingen, wie die beiden im Austausch miteinander wirken und warum wir uns welchen Partner gesucht haben, welcher Partner am besten zu uns passt oder vielleicht auch vielleicht gar nicht so gut zu uns passt oder aber wo es sehr, sehr mühsam ist, das gute Gelingen einer Beziehung zu etablieren. Ob zu einem menschlichen, zweibeinigen Partner oder zu einem vierbeinigen Partner, dem Pferd. Ja, die ehemaligen Teilnehmer, von denen ich eben schon sprach, die erteilen Ihnen gerne Auskunft über ihre Erfahrung mit der Ausbildung zum Practitioner. Schreiben Sie uns eine Mail. Auf dieser Seite, ebenfalls auf heinzwelzakademie.de, Bilder, sehen Sie so einen Überblick, was und wie unsere Teilnehmer aussahen, was sie erlebt haben, wie es in diesen Seminaren zuging, zum Teil in Bildern, zum Teil in Tönen und zum Teil mit schönen Videos. Das ist nicht mal überraschend. Selbst ein Lied haben die uns komponiert und vorgetragen. Ja, worum geht es uns in dieser Basic-Basis-Ausbildung im Grundstudium der MPK-Akademie? Unsere Ziele in der Ausbildung sind, Verständnis zu vermitteln, die Sinnfrage zu klären, Ihnen zu helfen, Leichtigkeit im Umgang mit sich selbst und mit anderen zu erlangen, gekonnt zu kommunizieren, Ihre Persönlichkeit auszubilden, sich zu entwickeln. Mensch, werde der, der du bist, heißt es in der alten Mythologie. Werde der, der du bist und bleib nicht der, den du durch die vielleicht schrecklichen, zum Teil belastenden Erfahrungen in deinem Leben glaubst zu sein. Befreie dich. Verwirkliche dich selbst. Es geht aber auch um Gewaltlosigkeit im Umgang mit anderen, Menschen und Tieren. Es geht um Veränderung, Kreativität, Lebensfreude, Erfolg. Alles das ist das Ziel, sind die Ziele, die allgemeinen Ziele in unserer MPK-Ausbildung. Also, zunächst also Basisstudium, MPK-Practitioner. Und dann kann es für Sie eventuell so weitergehen, nämlich diesmal mit Pferden, Säule 1. Für diese beiden Ausbildungen brauchen Sie die Säule 1 Pferdeausbildungen der jeweiligen Entwicklungsstufen, hier römisch 2 am Boden und römisch 3 im Sattel, für den MPK-Coach und für diesen Coach Advanced. Basic Practitioner Coach heißt nur Bodenarbeit, Advanced Practitioner heißt Bodenarbeit plus Reiten. Das Grundgerüst für den MPK-Coach haben Sie mit dem psychologischen Basisstudium als MPK-Practitioner erlangt. Und jetzt geht es weiter mit Pferdeseminaren bei Heinz Welz oder bei anderen Trainern, die ein vergleichbares Programm bieten und entsprechende Qualitätsstandards. Vielleicht bringen Sie aber auch schon ausreichend Erfahrung, Können und Wissen mit. Dann reichen Videonachweise der entsprechenden Entwicklungsstufen und von Ihnen und von Ihrem Pferd und Sie erhalten Titel und Urkunde, die Sie uns als MPK-Coach ausweisen. Die Infos zu den einzelnen Entwicklungsstufen, von denen gerade hier die Rede ist, die kommen gleich noch. Also hier geht es nach dem Basisstudium jetzt darum, den MPK-Coach Basic oder Advanced zu erlangen. Und dazu nehmen Sie aus der Säule 1 jeweils Entwicklungsstufe 1 und 2 am Boden und aus der Säule 1 hierfür die Entwicklungsstufen 1 und 2 Boden und Reiten. Jetzt haben wir also in dieser Akademie auch schon Pferdethemen dazugefügt aus diesem Bereich.
Wie lautet nun das Profil dieses Basic Coaches, der nur auf Bodenarbeit spezialisiert ist? Er ist Kommunikations- oder sie natürlich, wir haben mehr Frauen als Männer. Sie ist Kommunikationsexpertin und Bodentrainerin. Der Advanced Coach, der gleichermaßen spezialisiert ist auf Bodenarbeit und Reiten, ist ebenfalls Kommunikationsexperte, zusätzlich Bodentrainer und zusätzlich Reitcoach. Nun gibt es natürlich Menschen, die nicht so sehr interessiert sind an Psychologiethemen oder auch an Kommunikationsthemen, aber sehr gut mit Pferden sind und da ihre Zukunft wesentlich sehen. Und die können auch fast ohne Psychologie und Kommunikation eine Ausbildung bei uns absolvieren, nämlich zum Horsemanship Trainer MPK. Dazu müssen sie erstens die Entwicklungsstufen 1 bis 3 aus der Säule 1 lernen. 1 bis 3. Oder eben nachweisen, wenn sie sie schon haben und können, bei anderen Trainern erworben. Und 3 Module allerdings aus Kommunikation und Psychologie der Säule 1, der Säule 2 also belegen. Also Kommunikation und Psychologie, 3 Module hier aus diesem Basisstudium. Und der Horsemanship-Trainer, das qualifiziert ihn wirklich, der hat noch die sogenannten Horsemanship-Grade erworben, über die wir nachher noch reden werden und die ich Ihnen noch erläutern werde. Systematische Nachweise Ihres oder seines Könnens mit und an Pferden. Die 3 Module aus Kommunikation und Psychologie, Säule 2 übrigens, heißen Temperamentenlehre, die ich eben schon andeutete, Charakter und Temperamente, heißen zweitens esoterische Themen, sogenannte esoterische Themen, das Pferd als Spiegel der Seele, Tierkommunikation, also das, womit man immer mal wieder heutzutage konfrontiert ist, wenn Kunden mit ihrem Pferd kommen und nicht mehr weiter wissen. Dann sollten unsere Horsemanship-Trainer auch da schon einen Blick drauf geworfen haben und darüber etwas wissen. Das ist kein Esoterikstudium, sondern es gibt nur Überblick über das, was auf dem großen Markt dieser alternativen esoterisch-psychologischen Felder angeboten wird. Und drittens, wir nennen es Kommunikation in der Reithalle. Der Horsemanship-Trainer sollte befähigt sein, ein qualifiziertes Gespräch mit seinem Kunden zu führen, wo er den Kunden dort abholt, wie man so schön sagt, wo der Kunde steht und natürlich gleichzeitig auch die Probleme des Pferdes erkennt, sie diagnostizieren kann und entsprechende sogenannte Therapie dem Kunden für sich oder uns sein Pferd anbieten. Also schon eine ganz schön umfassende Ausbildung, die der MPK Horsemanship Trainer zu absolvieren hat. Das sind die 3 Kommunikationsmodule, die ich gerade genannt habe. Charakter-Temperament-Lehre, Kommunikation mit Pferdebesitzern, also die Diagnose der Probleme und die Präsentation von Lösungsangeboten und die alternativen psychologisch-kommunikativen Verfahrensweisen, die manchmal sogar ins Esoterische hineinweisen. Wenn Sie also vielleicht mal einem dieser MPK Horsemanship-Trainer begegnen, dann werden Sie, wenn Sie Kunde oder Kundin sind, aber auf jeden Fall wissen, dass sie in guten Händen sind. Denn diese Ausbildung in dieser umfassenden Weise gibt es sonst nirgendwo. Ja, dieser Horsemanship-Trainer hat ja außerdem durch die Horsemanship-Grade, die Horsemanship-Abzeichen, die er erlangt hat, nachgewiesen, dass sie oder er über breites Wissen und Können in Pferdeerziehung, in Pferdeausbildung und in Pferdetraining verfügt. Also, die Horsemanship-Grade. Die kann übrigens jeder erlangen, auch wenn er nicht bei uns in der Ausbildung ist und sich gar nicht für so eine Ausbildung interessiert. Das werde ich gleich noch erklären. Schauen Sie dann
einfach, wenn Sie so interessiert sind, auf unsere Seiten. Sie können sich das ausdrucken und Sie können anhand unserer Charts überprüfen, wo Sie stehen und was Sie vielleicht als nächsten Ausbildungsschritt für sich und für Ihr Pferd brauchen. Die Horsemanship-Trainer, unsere MPK Horsemanship-Trainer, müssen Sie erlangen. Diese Horsemanship, gerade diese Abzeichen, weisen Schritt für Schritt nach, dass jemand mit einem Pferd oder seinem eigenen natürlich eine systematische Ausbildung absolviert hat und ein Pferd systematisch ausbilden kann. Also, Ausbildungsangebot für jedermann oder jeder Frau oder aber für Horsemanship-Trainer. Übrigens, jeder Mann und jeder Frau, beide können sich selbst überprüfen, wie ich es eben erklärt habe, oder aber auch diese Horsemanship gerade erwerben, dann braucht man diese Dokumente uns nur zuzuschicken mit kleinen Videobeispielen. Dann überprüfen wir den Stand der Dinge von Mensch und Pferd und dann gibt es dieses Zertifikat, das Horsemanship-Abzeichen in den unterschiedlichen Ausführungen. Basic, Basis also, das Kleinste, dann Bronze, dann Silber. Und für die ganz großen Könner das goldene Horsemanship-Abzeichen. Gucken wir uns doch nochmal die Grade, Grad 1 bis Grad 4 an. 4 haben wir für die Bodenarbeit und fürs Reiten oder 4 nur für Bodenarbeit. Basis, Bronze, Silber, Gold, wie ich es eben gerade genannt habe. Hier sieht man das nochmal aufgeführt. Basis, Bronze, Silber, Gold. Bodenarbeit und Reiten. Und wenn jemand eben, wie gesagt, nur Bodenarbeit machen möchte, ob als Nicht-Horsemanship-Trainer, die müssen beides haben. Als MPK-Coach Basic kann es ja sein, dass er nur Bodenarbeit machen möchte oder machen kann. Beispielsweise, wenn er oder sie körperlich behindert ist. Oder aber noch kein Pferd hat, das Pferd ist vielleicht noch gerade ein Absetzer, gerade neu geboren, noch nicht durch diesen gesamten Ausbildungskomplex gegangen. Wenn er also noch gar nicht die Arbeit unterm Sattel nachweisen kann, dann kann er auf jeden Fall schon mit dem Bodennachweis beginnen. Ein Grad fasst die nachgewiesenen Fähigkeiten in mehreren Aktionsbereichen in einer oder in zwei Entwicklungsstufen zusammen. Also schauen wir uns doch mal den ersten Grad Horsemanship Basis an. Für Bodenarbeit und für Reiten. Dieser Mensch hat also am Boden frei sein Pferd bewegt und das entsprechend nachgewiesen im Roundpen. Den nächsten Nachweis hat er bei der Arbeit am Boden mit Pferd am Seil nachgewiesen, ebenfalls in der ersten Entwicklungsstufe. Und er hat bereits im Sattel gesessen und die erste Entwicklungsstufe beim sogenannten lässigen Reiten am langen Zügel nachgewiesen. Dann bekommt er, wenn er die drei Nachweise geführt hat, den Horsemanship-Grad Basis. Geht er ein Schrittchen weiter, dann hat er hiermit als nächstes ist er weitergegangen, nämlich zur Entwicklungsstufe 2 am Boden mit Seil. Dann hat er nachgewiesen, dass er im Roundpen noch mehr mit seinem Pferd kann. Dann hat er nachgewiesen, dass er unterm Sattel beim lässigen Reiten sich weiterentwickelt hat und auch sein Pferd. Und logischerweise ist er dann auch schon in den Entwicklungsstufen 1 und 2 beim sogenannten formenden Reiten mit Anlehnung gekommen. Alle 4 Bereiche kommen also bereits hier vor, beim zweiten Grad Bronze und bei Silber selbstverständlich und bei Gold ebenfalls, nur dass die Anforderungen Entwicklungsstufe 3 und hier die Entwicklungsstufe 4 erheblich steigen. Die Dokumente sind alle bei uns im Internet nachzulesen und auszudrucken und bald gibt es auch Videos dazu. Gucken wir uns doch nochmal den Fall an, dass jemand nur Bodenarbeit machen möchte oder kann, der braucht logischerweise die Grade nur am Boden nachzuweisen. Roundpen 1, Bodenseil 1.
gleich Basis. Bodensalz 2, Roundpan 2, Bronze. 3, 3, Silber. 4, 4, Gold. Und wer dieses Zeichen oder dieses erreicht hat, der kann mit seinem Pferd am Boden schon eine ganze, ganze Menge. Natürlich gibt es auch weiterhin jenseits der Ausbildungen in der MPK-Akademie auch weiterhin die einzelnen Pferdeseminare, die wir jetzt um der Verbindung willen noch zusätzlich mit den sogenannten Entwicklungsstufenkürzeln versehen. So heißt also beispielsweise der Grundkurs im Roundpen Pferde fühlen lernen. Das ist der ursprüngliche Begriff, jetzt zusätzlich, bisschen kompliziert ausgedrückt, BFE1. Also B für Bodenarbeit, F Freiarbeit, E Entwicklungsstufe 1. Die Seminare für jedermann finden Sie auch weiterhin unter heinzwelz.de auf der bekannten Seite. So. Jetzt gucken wir uns doch mal die Anteile der Arbeit mit Menschen und der Arbeit mit Pferden an. Ich habe es einfach mal mit dem größeren Emblem jeweils hier sichtbar gemacht. Der MPK Practitioner, 90% Menschenthemen, nur 10% Pferdethemen. Und es steigert sich. Der MPK Coach Basic, der hat ja den MPK Practitioner absolviert und die Bodenarbeit mit den Entwicklungsstufen 1 und 2. Der Advanced Coach für Mensch-Pferde-Kommunikation hat ebenfalls den Practitioner absolviert und Bodenarbeit 1-2 wie auch Reitenentwicklungsstufe 1 und 2 absolviert. Und der Horsemanship-Trainer, ja, da wird das schon ganz schön groß. Das Pferd, der hat die Entwicklungsstufen 1 bis 3 Bodenarbeit und Reiten absolviert und kann eine ganze Menge mit seinen Pferden. Und wie gesagt, dazu die Horsemanship-Grade. Und auch noch nebenbei 3 Module aus dem Practitioner-Studium. Also ein Mensch, der auch in Sachen Psychologie und Kommunikation nicht ganz unbeschlagen ist. Ja, und schließlich die Absolventen der einzelnen Horsemanship-Grade in der Akademie oder so einfach nur für sich, die arbeiten halt nur mit Pferden. Ja, nachdem ich Ihnen nun unterschiedliche Wege unserer Ausbildung erläutert habe, möchte ich Ihnen jetzt unsere Ausbildungssystematik für Mensch und Pferd näher bringen. Also das System und die Hilfsmittel zum leichteren Lernen, die wir in unserer Akademie, in unserer Schule zur Verfügung stellen. Mit unserer Ausbildung kommen Sie in den Genuss einer tatsächlich ausgefeilten hippologischen Systematik. Hippo für griechisch Pferd, logisch, alles folgt nach einem Plan, nach einer Systematik, es ist nachvollziehbar. Wenn Sie mich fragen, was Pferde sich wünschen von Menschen, dann bin ich mir sicher, sie wünschen sich logisch denkende Menschen, die einen Plan haben, die systematisch vorgehen und wissen, was sie tun. Im Unterschied dazu sind eine ganze Menge Menschen gehen mit ihrem, Frust, ihren Wünschen, ihren Freuden, ihren Erwartungen ans Pferd und überfordern sich selbst und die Pferde oft grenzenlos. Am Ende ist dann Frustration angesichts des eigenen Verhaltens, des Pferdeverhaltens oder des Verhaltens des Reitlehrers oder des Trainers und die Folge ist Ärger, Unlust oder man hört vielleicht sogar auf. Bei uns geht es um Leistung oder besser um Entwicklung von Menschen und von Pferden. Wir haben dazu unsere 4 Entwicklungsstufen und wir haben 2 Aktionsbereiche, die Sie bereits kennen, am Boden und im Sattel und 2 sogenannte Praxisweisen, also wie findet es statt? Frei am Boden, das Pferd am Boden mit Seil und Halfter bewegen, dann das lässige Reiten am langen Zügel, aber auch ohne Zügel, mit Halsring vielleicht. Und das formende Reiten mit Anlehnung, das ich eben schon erwähnte, inklusive sogenanntem Dressurreiten oder Westernreiten oder ähnlichen Arten des versammelnden Reitens.
Und das ist der Kern unserer Systematik, um weder Mensch noch Pferd zu überfordern. Diese vier Entwicklungsstufen repräsentieren Stufen, wie es in unserem Schulsystem vielleicht auch zu erkennen ist oder daraus besser abzuleiten ist. Die Grundschule besuchen wir, nachdem wir einen Kindergarten erfolgreich absolviert haben. Dann geht es in die Hauptschule, wenn wir die Qualifikation dafür hatten. Und wenn weitere Qualifikation vorhanden ist und Lust am Lernen, dann geht es weiter aufs Gymnasium. Und wenn man das absolviert hat, kann man auch studieren in der Hochschule. Von mir aus noch in Elite-Hochschulen. Aber wenn man den Kern, der hier bezeichnet ist, absolviert hat, dann reicht das schon ziemlich gut aus. Es muss auch niemand aufs Gymnasium, der sich in der Hauptschule oder auf der Realschule sehr wohl fühlt, der dort erfolgreich war. Und es muss auch niemand studieren, nur weil er Abitur hat oder einen entsprechenden gymnasialen Abschluss. Aber wenn er kann, dann sollte er auch. Viel wichtiger als das ist allerdings die Erkenntnis, dass man um Gottes Willen kein Kind, keinen Reitschüler, kein Pferd gymnasial fördern sollte oder es versuchen sollte, der vorher nicht die Hauptschule und davor die Grundschule besucht hat. Die Folge wäre auch hier wieder grenzenlose Überforderung mit der Folge Frust. Denn wenn ich etwas noch nicht kann, kann auch niemand von mir erwarten, dass ich es zeige. Und wenn ich dann doch gezwungen werde oder für dumm erklärt werde, weil ich es nicht kann, nur weil man vergessen hat, mir es vorher mitzuteilen oder mich darin auszubilden, dann ist es noch schlimmer und am Ende komme ich mir selbst dumm vor. Dann bin ich frustriert, das Wort hatten wir eben schon, oder werde ärgerlich oder werde wütend oder traurig oder verzweifelt oder ich schmeiße alles hin und höre auf. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, sondern besser ist es, jemanden sich selbst oder das Pferd schön systematisch von vornherein den Weg der Entwicklung gehen zu lassen und ihn Schritt für Schritt zu fördern. So, und damit das Lernen für Sie und für Ihr Pferd so leicht wie möglich wird, haben wir zu Ihrer Orientierung einen ausführlichen Aufgabenkatalog entwickelt, der Sie und Ihr Pferd auf jeder Ausbildungsstufe und zwar Schritt für Schritt vorwärts bringt. Grundschule, Hauptschule, Gymnasium, Hochschule. Das alles, diese Aktionsbereiche Bodenarbeit, Aktionsbereiche Reiten, das freie Bewegen im Roundpen zunächst, das Bewegen des Pferdes am Seil, das lässige und das formende Reiten, alles das wird im Überblick und mit einzelnen Aufgaben gezeigt. Und das Ganze, umso besser, ist alles kostenlos zum Ausdrucken da. Bald sollen auch noch Videos dazukommen, die weitgehend schon gedreht worden sind und gerade im Schnitt sind. In diesen Videos zeige ich alles das genau, was hier in den Aufgaben beschrieben ist. Ich demonstriere es so, dass Sie immer wissen, wo Sie dran sind und sich ein genaues Bild von dem machen können, was gefordert ist. Für Ihre Horsemanship-Abzeichen, für die Entwicklungsgrade, für den Horsemanship-Trainer oder diejenigen, die in der Coach-Ausbildung Basic oder Advanced am Boden oder unterm Sattel sind. Aber eben auch jeder, der einfach Lust drauf hat, seinen eigenen Entwicklungsstand nachzuzeichnen und ihn systematisch aufzubauen. Wenn Sie uns eine Mail schicken, benachrichtigen wir Sie gerne, wenn und wann die Filme fertig sind, auf dass Sie Ihren Nutzen daraus ziehen können. Ja, jetzt gucken wir uns mal genau diese Aufgaben an, die hier beschrieben worden sind, jeweils Überblick und die Aufgabe selbst. Schauen wir uns mal ein solches Papier an. Das ist als erstes ein Überblick für den Bereich am Boden, ein Pferd frei bewegen. Wie gesagt, diese Aufgabenkataloge sind zum Ausdrucken und der Überblick gibt Antworten zu wichtigen Fragen. Was zum Beispiel sind die vier Verantwortungen eines Pferdes und eines Menschen? Zum Beispiel der Mensch. Von dem wird erwartet, dass er sich wie ein Herdenchef benimmt,
Sei eine Autorität. Das ist die Aufforderung, diese Verantwortung, eine Autorität zu sein, zu übernehmen, eine Führungskraft. Jemand, der sich auf den sich das Pferd verlassen kann. Hab im Sattel einen unabhängigen Sitz und am Boden den richtigen Standort. Nächste Verantwortung. Nutz die Kraft deines Gefühls. Dazu musst du erstmal wissen, was du für Gefühle hast und wie sie sich anfühlen. Sei aufmerksam, wisse, was du tust und wie du es tust. Nutze die Kraft deiner Konzentration. Das sind vier Verantwortungen. Ebenfalls für das Pferd. Wir haben auch Ziele formuliert. Ziele für jede einzelne Entwicklungsstufe. In der Entwicklungsstufe 1 geht es ums Gefühl, bei dieser Arbeit am Boden frei ein Pferd zu bewegen. Dann geht es um Präzision, dann Klarheit und dann Ausdruck. Sie haben genau von uns, kriegen Sie genau gesagt, wo Sie wie zu arbeiten haben. Hier in diesem Fall in einem eingefriedeten, nicht zu großen Platz mit abgerundeten Ecken. Ganz wichtig, also großer Paddock oder Round Paddock. Wie groß das Ding zu sein hat. Je nachdem, in welcher Leistungsstufe Sie sich befinden. Welche Ausrüstung Sie brauchen, damit Sie Ihren Job optimal machen können. Wir nehmen Ihnen also hier mit diesem Überblick sehr, sehr viele Aufgaben ab, auf die Sie sich, weswegen Sie sich dann viel besser auf das konzentrieren können, worum es wirklich geht. Das Material ist auch in diesem Überblick beschrieben. Hier brauchen Sie gar kein Material. Aber da möglicherweise schon Plastiktüte, Plane, Plastikstuhl, Hindernisse, Cavaletti und so weiter. In der Entwicklungsstufe 4 außer Pylonen auch ein Hänger, denn es geht auch unter anderem Boden frei bewegen, ein Pferd frei in den Hänger zu bewegen. Auf meiner Website ist das zu sehen, wie ich das mit ein paar Pferden mache, zum Teil frei rückwärts in den Hänger. Und die Energiestufen, ganz wichtig. Hier ist die Energiestufe 1 bis 4, bis 3 erlaubt. Die 4, die große, sollte kaum nötig sein. Und je weiter Sie kommen, desto geringer sollte der Energieaufwand sein, ein Pferd zu bewegen. Ihr Energieaufwand. Was logisch ist. Und nach den Überblicken folgen die jeweiligen Aufgaben. Wieder an unserem Beispiel am Boden ein Pferd frei zu bewegen. Aufgaben wieder in 4 Entwicklungsstufen. Es geht beispielsweise damit los, ein Pferd, Entwicklungsstufe 1, Basisschritte im Roundpen, einfach mal nur zu begrüßen. Wie machen wir das? Was gehört dazu? Ein Knotenhalfter anzulegen. Wie macht man das? Wofür ist das überhaupt notwendig? Der erste Weg heißt jedenfalls Sensibilisierung und Desensibilisierung eines Pferdes. Hier in der zweiten Entwicklungsstufe begrüßt man nicht nur freundlich, sondern geht dann mit einem Stock, einer Peitsche oder irgendwas auf das Pferd zu. Und das Pferd sollte nun wirklich nicht weglaufen, sondern sich Ihnen zuwenden, auf dass Sie es freundlich begrüßen können. Wir arbeiten auf 7 Wegen des Fühlens. Der erste, Desensibilisieren und Sensibilisieren, war kurz eingeblendet. Der zweite heißt, wir bewegen das Pferd durch direktes Gefühl, wie es der alte Bill Dorns, dieser große amerikanische Horseman, genannt hat. Bewegen durch direktes Gefühl. Es ist auch beschrieben, wo Sie zu stehen haben, wenn Sie bewegen. Neben dem Pferd oder hinter dem Pferd. 7 Wege des Fühlens, aber das ist im Moment der entscheidende Punkt, den ich besprechen möchte. Hier noch einmal die Position. Beim dritten Weg, bewegen durch indirektes Gefühl, also nur durch Zeichen und Energie, Blickenergie, Körpersprache. Hier zum Beispiel in der dritten Stufe stehen Sie in der Mitte des Round Pen. Hier ebenfalls. Es gilt, wie gesagt, für alle Entwicklungsstufen. Vierten Weg, Distanz herstellen. Entwicklungsstufe 1 sieht anders aus als in der 2, der 3 oder der 4. Wenn Sie auf der Entwicklungsstufe 1 noch in der Mitte des Zirkels stehen und sich möglichst wenig bewegen, während Sie Ihr Pferd auf den Zirkel schicken, müssen Sie hier das Pferd bereits gerade ein paar Schritte rückwärts richten und auf das es in Richtung Zirkel sich bewegt, nur seine Vorderbeine in Zirkelrichtung kreuzen lassen. Hier zeigen Sie bereits Übergänge, Schritt, Galopp, Galopp, Schritt, also ohne den Trab zwischen Schritt. Also die Aufgaben
In den Entwicklungsstufen steigern sich von Stufe zu Stufe, die Anforderungen werden immer größer und wir bewegen uns immer auf einem der sieben Wege. Sogar der Umfang der Anforderungen wird ihnen genannt, damit weder Pferd noch Mensch überfordert werden, sondern im Gegenteil, damit beide motiviert bleiben und ermuntert werden für das nächste Ziel, das es zu erreichen gibt. Also hier zum Beispiel in der Entwicklungsstufe 1, lass dein Pferd jeweils 2 Runden auf der linken und auf der rechten Hand traben. 2 Runden, nicht eine Runde, nicht 10 Runden, keine 20 Runden, 2 Runden. Präzision ist angesagt, wie ein guter Chef in der Firma, der von dem Sie auch erwarten, dass er präzise Anweisungen gibt, damit Sie präzise Ergebnisse leisten oder produzieren können. Oder umgekehrt, wenn Sie Chef sind, dann erwarten das auch Ihre Mitarbeiter von Ihnen. Die 7 Wege sind für alle Aktionsbereiche am Boden und im Sattel und alle 4 Entwicklungsstufen gleich. Hier sind Sie mal auf einen Blick. Der erste Weg, Desensibilisierung und Sensibilisierung des Pferdes. Damit es überhaupt zuhört und aufmerksam ist und nicht sich vor irgendetwas fürchten muss oder sie vollkommen ignorant links liegen lässt. Zweitens das Bewegen durch indirektes Gefühl, Bewegen durch direktes Gefühl, Distanz herstellen, auf dem Zirkel bewegen, seitwärts bewegen, durch Engpässe bewegen. Und nur die Art der technischen Ausführung und der Schwierigkeitsgrad unterscheiden sich in den unterschiedlichen Stufen. Also hier heißt es beispielsweise beim 7. Weg, wo es darum geht, ein Pferd durch Engpässe und über Hindernisse zu bewegen, lass dein Pferd zwischen dir und einem Zaun hindurchgehen, Durchgangsbreite 1 Meter. Plastikstuhl können Sie da hinstellen oder hinsetzen, wo ein Pferd sich nicht dran verletzen kann. Naja, und hier ist es schon eine ganze Menge mehr. Schick dein Pferd im Trab in den Hänger. Und zwar frei in den Hänger. Also schon eine ganze Menge mehr. Und Sie bekommen nicht nur Systematik, sondern auch Anregungen geliefert, wie Sie mit Ihrem Pferd arbeiten können. Denn nur reiten, ehrlich gesagt, ist ja auch ein bisschen langweilig. Schauen wir uns aber mal fürs Reiten an. Zunächst das lässige Reiten, das ja bei uns vor dem formenden Reiten steht. Das lässige Reiten des Pferdes am langen Zügel. Wieder der Überblick, wieder mit 4 Verantwortungen, wieder die Ziele, wieder der Ort, wo es geschieht. In diesem Fall beispielsweise zunächst nochmal ein gefriedeter Platz, mindestens 20 x 20 Meter. Also kein zu großer Raum, die Grenzen sollten schon ein bisschen enger sein, denn immerhin, sie reiten ja am langen Zügel und die Begrenzung durch Trense, durch Gebiss, durch Kopfstück, was auch immer, Sidepull, was Sie haben, Knotenhalfter, ist selbst ja nicht in diesem Maß gegeben. In der 2. Entwicklungsstufe wird der Raum schon größer innerhalb derer oder dessen Sie das Pferd reiten. Irgendwann geht es dann in der Entwicklungsstufe 3 in noch einen größeren Raum, auf den Außenplatz, auf eine große Wiese oder gar ins Gelände. Das ist die zweite Seite des Überblicks des lässigen Reitens am langen Zügel. Hier bekommen Sie gesagt, welche Ausrüstungsgegenstände Sie benutzen, welches Material, das kennen wir schon, welche Energiestufen es sind, die von Ihnen erwartet werden, die Sie dann für sich selbst, für Ihr Pferd oder filmisch für uns, die Trainer der Akademie, darstellen, damit wir Sie einordnen können und wissen, wo Sie stehen. Hier Ausrüstung, Entwicklungsstufe 1, lässiges Reiten, Knotenhalfter mit Zügel. Knotenhalfter, Knotenhalfter, Knotenhalfter. Also, hier mag noch eine Wassertrense schon dazukommen, aber es muss nicht. Das lässige Reiten wird zu wesentlich gebisslos vorgeführt. Auf jeden Fall in diesen ersten 2 Entwicklungsstufen. In der 3 und in der 4 Halsring oder Ähnliches. Und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie bekommen hier einen wunderschönen Überblick, auch mit Warnungen. Hier Warnung vor Reiten mit gebissloser Zäumung ist in Deutschland rechtlich problematisch. Erkundigen Sie sich erstmal bei einer Versicherung, bei Ihrer Haftpflichtversicherung, ob das gebisslose Reiten mit Ihrer Versicherung überhaupt, von Ihrer Versicherung überhaupt abgedeckt ist. Also eine Menge praktischer, wichtiger Tipps, die Sie in diesen Überblicken, die im PDF auf unserer Webseite liegen, auszudrucken sind für Sie, kostenlos. Ja, wenn es dann ans Reiten geht, dann erfahren Sie auch, dass man und wie man satteln soll.
und wie, nachdem man gesattelt hat, Pferde am Boden zunächst vorbereitet werden, und zwar unabhängig von der jeweiligen Entwicklungsstufe. Satteln. Zeig, wie du dein Pferd richtig sattelst, während du das Führseil in passiver Position hältst. Das Pferd soll frei sein, nicht angebunden. Hier ist es schon so, zäum dein Pferd, während du kniest oder beim Hocker sitzt oder ähnlichem, auf. Bisschen schwerer schon als hier. Hier geht's weiter. Falls du mit Wassertrense reitest, zeig, dass dein Pferd sich mit dem Kopf zum Gebiss streckt. Und so weiter und so weiter. Was ist, bevor sie aufsteigen? Das Pferd ist jetzt ordentlich gesattelt. Aber wir müssen ja erstmal rausfinden und sicherstellen, ist es zwar gesattelt, aber ist es auch sicher, schon zu reiten? Also hier zeigen sie das, was sie schon vorher geübt haben. Senk den Kopf deines Pferdes. Bieg den Hals deines Pferdes nach links und nach rechts. Vor allen Dingen aber, wir stellen das Pferd im Genick nach links und nach rechts. All die, die die Kurse bei uns besucht haben, wissen, das Genick ist der Ort, wo das Pferd Ja oder Nein sagt. Lass es rückwärts gehen. Beweg die Vorhand und die Hinterhand. 3 Tritte vorgeschrieben. Mindestens 3 Tritte. Lenkung und Bremse sozusagen. Vorhand und Hinterhand einrichten. Ja, lass es durch das Weichen der Hinterhand anhalten. Wo ist die Bremse? Habe ich die Hinterhand meines Pferdes tatsächlich unter Kontrolle? Lass dein Pferd seitwärts gehen. Je besser ein Pferd rückwärts und seitwärts geht, desto besser geht es geradeaus. Im Schulter herein kommt später. Schulter herein heilt alles, hat ein großer Pferdemann mal gesagt. Heilt im Sinne von Verhaltensauffälligkeiten, keine körperlichen Heilung, sondern psychische Heilungen, wo Erziehungslöcher vielleicht lauern. Lass dein Pferd durch einen Engpass gehen. Alles das, bevor sie aufsteigen, zum lässigen Reiten. Und wenn man dann im Sattel sitzt, dann sind wir wieder bei den 7 Wegen in den 4 Entwicklungsstufen. Da wird in der Entwicklungsstufe 1. Weg auf die Art des Aufsteigens geachtet. Hier in der Entwicklungsstufe 1 steigst du so auf, dass dein Pferd dein Gewicht leicht aufnehmen kann. Wie positioniert man das Vorderbein seines Pferdes? In der 3 mit einer Aufsteighilfe aufsteigen, nachdem das Pferd seitwärts von dir an die Aufsteighilfe herangeholt wurde. Seitengänge auf den Menschen zu. Desensibilisierung. Streiche das Pferd überall, sodass es nicht davonschießt, wenn sie aufsteigen wollen. Vertrauensbildende Maßnahmen abfragen. Schwing, während du drauf sitzt, den Kommunikationsstock ohne Seilchen. Das ist so ein Bewegungsstab links und rechts neben dein Pferd, wie wenn du Polo spielen würdest oder ein Lasso schwingen würdest. Ist das Pferd ruhig? Ist es gelassen? Abteilung 4, Entwicklungsstufe 4. Ja, dann schwingst du den Kommunikationsstock mit einem Seilchen dran, also so eine Art Peitschenschlag oder auch wirklich ein Lasso oder ein langes, 4 Meter langes Seil wie ein Cowboy über den Kopf, über deinen Kopf und den des Pferdes und links und rechts neben das Pferd. Das ist schon ein höheres Maß an Vertrauen, das das Pferd dem Reiter dann entgegenbringt. Klar, handelt sich ja auch bereits um die Entwicklungsstufe 4. Vertrauen und Geschicklichkeit. Während du drauf sitzt, halftere dein Pferd vom Sattel aus auf und wieder ab. Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber ist machbar. Später mit Trense dasselbe. Und in der Entwicklungsstufe 3 hatten wir ja auch das Geländereiten. Hier zwar durch diese Pfeile ein bisschen durcheinander gebracht, aber hier verlass dein Pferd mit deinem Pferd die Halle oder den Reitplatz, zeigt euch in allen 3 Gangarten im Gelände. Ja, das gehört auch dazu. Nur in der Halle das Reiten oder auf dem eingefriedeten Platz zu verrichten, ist sicher nur ein Teil dessen, worum es beim Reiten geht, wenn es darum geht, lässig zu reiten, aber gleichzeitig sein Pferd kontrolliert zu haben. Ja, hier geht es beim 2. Weg beispielsweise um Nachgiebigkeit. Zeig, biege den Hals deines Pferdes, also wieder das Thema Genick, indem du die Zügelhand zu deinem Oberschenkel führst und streichle die Stirn des Pferdes. Hier zeigst du Gefühl, indem du dein Pferd aus dem Schritt heraus fließend, gleitend, mit der sogenannten 9-Schritte-Methode, 5 Tritte rückwärts richtest. Hier Führung, indem du dich im Galopp von deinem Pferd spazieren tragen lässt, ohne aber die Zügel anzufassen und dabei auch noch große ausholende Bewegungen mit deinen Armen zu machen.
das, was man sonst bei Reitschülern an der Longe verlangt von Reitschülern, damit die eine Sicherheit im Sattel bekommen. Aber dann hat der Reitlehrer ja auch die Longe in der Hand. Hier alles ohne Longe. Da ist der Vertrauensfortschritt schon groß. Oder eben reite ohne Kopfstück, nur mit einem Halsring. Das heißt, die Begrenzungen sind viel, viel geringer. Das heißt, das Pferd muss schon eine ganze Menge Grenzen in seinem Kopf haben, muss ihnen vertrauen. Das ist Vertrauen. Und das Ganze ist dann ein hohes Maß an Leichtigkeit, das hier repräsentiert wird. Im siebten Weg wieder die Engpässe. Da geht es um Vertrauen. Zunächst ganz einfach, reit im Schritt gerade durch einen Engpass. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Entweder Überstangen oder Cavaletti. Aber schön eng, 1,5 Meter Durchgangsbreite, mehr nicht. Hier heißt es schon, reit im Galopp durch einen Flattervorhang. Hier, klar, Entwicklungsstufe 2 gegenüber 4, reit im Schritt durch den Flattervorhang. Hier im Trab und so weiter und so weiter. Und für all das, wenn solche Hindernisse verlangt sind, gibt es ebenfalls eben detaillierte Zeichnungen, die Ihnen helfen, genau zu wissen, was Sie wann wo machen müssen. Zum Beispiel hier durch ein Stangen-L rückwärts zu reiten. So sieht das aus für den Fall, dass irgendeiner das nicht ganz genau weiß. Oder hier seitwärts das Pferd zu verschieben. Das ist der Kopf des Pferdes, das ist sein Rumpf und Sie schieben es nach rechts. Hier geht es mit den Vorderbeinen durch diese drei Stangen, wie ein T, da liegen. Und es geht zunächst wieder nach rechts. Dann angekommen am Ende der Stange geht es nach links. Und dann mit den Hinterbeinen müssen Sie das Pferd durch diesen Engpass hier dirigieren. Und dann verschieben Sie das Pferd seitwärts nach links. Und dann ist die Aufgabe erfüllt. Der Raum zwischen den Stangen, 50 cm, alles das ist hier genau beschrieben, damit Sie immer wissen, wo Sie dran sind. Gucken wir uns jetzt mal das formende Reiten mit Anlehnung an. Und da gucken wir gleich auf die Aufgaben und die Prüfungsblätter. Da geht es im ersten Weg zum Beispiel, wenn es noch heißt Sensibilisierung und Desensibilisierung, ja schon um ein gewisses Maß an Sensibilisiertheit des Menschen und Sensibilisierung des Pferdes. Denn das Pferd ist ja schon im lässigen Reiten ausgebildet. Also geht es hier um Zügelführung mit Gefühl. Während man steht, die Zügel sanft aufnehmen, hier im Galopp die Zügel so aufnehmen, dass man als Reiter leichten Kontakt zum Pferdemaul herstellt. Im vierten Weg, wir machen jetzt einen Sprung nach vorne, Distanz herstellen, geht es um unterschiedliche Aufgaben. Das Pferd anzuhalten, es rückwärts zu richten, Übergänge zu reiten, Tempowechsel zu reiten oder wie die Westernreiter sagen, Speed Control. In der einfachen Version, in der Variante, einfach mal das Pferd aus dem Schritt ohne Schenkeleinsatz und mit der richtigen Zügelhilfe anzuhalten. Wiegen zum Oberschenkel. Hier geht es darum, das Pferd aus dem Galopp ohne Schenkeleinsatz anzuhalten, ebenfalls mit den leichtesten Zügelhilfen. Wir nennen das jetzt mal, wie im Kurs zu lernen, Klingeln. Also mit viel weniger Energie, hier in der Entwicklungsstufe 3, als vergleichsweise in Stufe 1. Das ist wieder so ein systematischer Schritt, der in jeder Entwicklungsstufe aber sichtbar wird. Oder halt Tempowechsel. Je nach Pferderasse unterschiedlich. Mittelschritt, starker Schritt, Arbeitstrab, Arbeitsgalopp, Mittelgalopp. Wir haben es aber auch zwischen Warmblütern, klassisch reiten und alternativen Pferderassen, Western-Pferderassen unterschieden, sodass also für jeden etwas geboten wird. Und jeder nach der Art des Pferdes gefordert wird. Wenn das Pferd auf dem Zirkel bewegt wird, geht es logischerweise um Zirken, aber auch um Volten, um Übergänge, um Wechsel. 20 Meter Durchmesser Zirkelreiten ist etwas anderes als auf einer gebogenen Bahn mit einem Durchmesser von 8 Meter nur das Pferd zu bewegen. Hier geht es um fliegende Galoppwechsel in der Stufe 4, während es hier nur einfache Galoppwechsel sind. Sie sehen also, die Anforderungen wechseln, variieren, aber sie bleiben immer systematisch. Im sechsten Weg
geht es um Schenkelweichen, Schulterrand, Travers, Renvers, Traversalen, Galoppwechsel. Stufe 1, Schenkelweichen. Im Schritt. 2 im Trab. Hier erhöhen wir die Aufgabe und die Anforderung und es geht um Schulter rein im Trab. Schulter rein, nicht mehr Schenkelweichen. Und hier dann in der Entwicklungsstufe 4 Travers durch Pylonen und das Pferd jeweils dabei deutlich umzustellen. Hier ist Travers ebenfalls schon vorhanden, allerdings im Schritt und nur eine Bahnlänge. Hier Travers, ebenfalls aber im Trab eine Bahnlänge. Wohingegen hier das Travers durch Pylonen geritten wird mit ständigen Umstellungen. Also, ne? Auch die Art der Seitengänge wechselt je nach Schwierigkeitsgrad. Denn das Schulter herein etwas einfacherer möglicherweise zu, etwas schwieriger ist als nur Schenkelweichen, leuchtet ein. Das Raumwehr schwieriger ist als Travers, weiß man ebenfalls. Und die Traversalen sind sicher das Schwierigste und die fliegenden Galoppwechsel. Ja, und auch hier bekommen Sie wieder Hinweise, wie Sie denn das geforderte Hindernis zu bauen haben, wie es auszusehen hat, welche Abstände Sie brauchen, welche Maße Sie dafür vorsehen müssen. Also, es wird Ihnen überall geholfen, auf jeder Ebene, in jeder Hinsicht. Und nicht nur das, Ihre Fantasie wird dadurch angeregt, dadurch, dass Sie zunächst einmal einen großen Set von Möglichkeiten präsentiert bekommen. Ja, und wenn Sie diese Aufgabenblätter anfangen ausdrucken zu wollen, dann werden Sie am Anfang als erste Seite immer diese Auftaktseite sehen. Wozu dienen denn diese Aufgabenblätter? Sie sehen, wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir haben so präzise wie möglich gemacht, um es Ihnen so leicht wie möglich zu machen. Diese Aufgaben dienen der Selbstkontrolle, aber eben auch als Nachweis der jeweiligen Entwicklungsstufe für diese Horsemanship-Grade, die schon beschrieben wurden, für die Horsemanship-Trainer-Ausbildung oder für die MPK-Coach-Ausbildung. Da steht genau drin, was man zu tun hat, wenn man es denn öffentlich machen möchte, uns also zum Überprüfen schicken möchte. Man kann sie online stellen, man kann eine DVD brennen und sie uns zuschicken. All diese Modalitäten stehen hier drin. Sogar ein Tipp, wie man am besten mit all diesen Blättern arbeitet, indem man sie nämlich ausdruckt und dann laminiert zur besseren Haltbarkeit und sie am besten im Stall irgendwo hinhängt, auf dass man sie immer wieder anschauen kann und mal ganz schnell nachgucken kann, was brauche ich jetzt, wann, warum. Hier kann jeder seine Testergebnisse selbst erfassen, so wie ein Testtagebuch oder aber beim offiziellen Testing durch uns, die Akademie, macht das der Ausbilder. Und hier kann er die Testergebnisse schön übersichtlich für den ersten bis zum siebten Weg ausführen, vielleicht auch noch Anmerkungen dazu schreiben. Wenn die eingeschickt werden zu uns, dann muss das hier alles schon ausgefüllt sein. Wir füllen dann wiederum auf, wer die Prüfung vorgenommen hat, sodass auch Gerechtigkeit und Überblick walten. Bald, ich habe es eben an einer anderen Stelle schon gesagt, wird es auf unserer Homepage Videos mit allen Aufgaben geben, die von mir, Heinz Welz, mit den Pferden demonstriert werden, und zwar am Boden und im Sattel. Wenn Sie über das Erscheinen dieser Videos informiert werden wollen, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail und dann wissen wir, wenn die erschienen sind, werden wir Sie benachrichtigen und dann können Sie diese Videos, die all das, was in diesen Papieren, die Sie schon ausgedruckt dann zu Hause liegen haben, verlangt wird, optisch sichtbar gemacht, sodass Sie ganz genau wissen, was verlangt wird. Sie können aber auch ein Newsletter grundsätzlich von uns anfordern, der Sie regelmäßig mit interessanten Neuigkeiten und mit wichtigen Tipps zum Umgang mit oder zur Ausbildung von Pferden informiert. Wir werden das jetzt in Zukunft noch verdichten, dass wir jede Woche mindestens 1-2 Tipps neu veröffentlichen und auf unseren Webseiten, sodass auch so eine Art Service-Charakter erreicht ist, dass Sie wissen, wenn Sie auf unsere Seite tippen, dass Sie auch was davon haben. Jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge erzählt und erklärt, zugegeben auch das noch recht flott und recht schnell. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, schauen Sie natürlich auf die Webseite oder noch besser,
Lesen Sie mal das, was unsere Absolventen des letzten Jahrgangs gesagt haben, zum Beispiel auf zwei Fragen, die wir Ihnen unlängst gestellt haben. Warum hast du die Ausbildung begonnen? Und warum hast du die Ausbildung bei der MPK-Akademie begonnen? Denn es ist ja nichts Besseres, als von jemandem etwas zu hören, der schon etwas erfahren hat, schon hinter sich hat. Und wenn es nicht nur einer ist, sondern 15, 16 Menschen unterschiedlicher Herkunft, die Ihnen erzählen, warum sie etwas gemacht haben, dann können Sie vielleicht am ehesten sich damit vergleichen und sagen, ja, das wäre vielleicht auch mein Motiv oder das kommt mir klar und verständlich vor, da könnte ich mal näher hinschauen. Ja, das war es, was ich Ihnen erklären wollte. Die Inhalte unserer Akademie, aber auch andere Ausbildungswege, die Sie wählen können, um mit sich und Ihrem Pferd so weit wie möglich zu kommen. Und zwar mit so viel Vertrauen und so viel Respekt und so viel Freude und Leichtigkeit, wie es nur möglich ist. Ich hoffe, wir sehen uns einmal wieder in unserer Akademie oder in einem unserer Seminare. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel, viel Freude mit Ihren Pferden und eine schöne Zeit. Und machen Sie es gut. Tschüss.